Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, Freiheit, aus der man etwas machen kann. Ein Lied, das ich in der damaligen DDR kennengelernt habe, das war das, was Jugendliche damals gedacht und im Lied ausgedrückt haben. Der Ursprung der Partnerschaften liegt darin, dass die Leute aus christlicher Verantwortung gemerkt haben, wir müssen füreinander da sein, wir müssen füreinander einstehen und wir können uns nicht einfach abfinden mit einer Teilung, die Familien zerteilt. So ist die Partnerschaft zwischen Heinsberg und zwischen Bergen entstanden. Das hatte ein Freund, ein Pfarrer aus Dresden, uns geschrieben, ihr Lieben, an uns Denker. Es ist schon ein Wunder, wie ihr persönlich und ihr als Gemeinde uns über Jahrzehnte unterstützt habt. Danke. Das war wichtig, dass es Leute gab im Westen, die an sie gedacht haben, trotz aller Widrigkeiten auch an der Grenze. Es gab ja außerhalb der Kirche überhaupt keine Möglichkeiten für Menschen, sich in der DDR zu versammeln. Ich glaube, 1989 hat die Kirche den entscheidenden Beitrag geliefert, dass es eine friedliche Revolution wird.